seit 21 Jahren regelmäßig Fußball spielen. Es war am Anfang einfach, dass wir aus der Tagesstruktur heraus einen Sport anbieten wollten für unsere Klienten. Und da haben wir angefangen mit Fußball, nachdem sich die Betreuer selber auch gern gespielt haben. Und es gibt auch ein Fußballturnier organisiert, woraufhin trainiert. Ja. Sinn der Sache ist, dass die Leute eine Möglichkeit haben, Sport zu betreiben. Und so haben sie keine Chance, dass sie in Vereine oder so runterkommen. Und es ist da eine gute Sache, dass sie da dabei sein können. Abwechslung, Spaß am Fußball. Fußball ist mir sozusagen mein Leben, weil ich ziemlich bald anfange. Und es ist halt ja, recht witzig. Man lernt verschiedene Leute kennen, von verschiedenen Ländern, verschiedenen Familien, alles bunt gemischt, von jung bis alt. Es hat mich eigentlich dann relativ taugt, ein bisschen zur Abwechslung. Nicht immer nur draußen am Domrennen, zum Beispiel nach der Schulzeit. Ich habe eigentlich in der Schulzeit da schon angefangen. Vor ca. 8 Jahren. Und ich habe dann zusammen so entwickelt, dass es mir taugt hat. Ich habe mich da wohl gefühlt. Dann bin ich immer wieder gekommen, jede Woche. Und ja, es macht einfach riesen Spaß, mit den Leuten da zu kicken. Ich war früher ein bisschen aggressiver wie jetzt. Ich bin eigentlich immer schnell ausgezuckt und da habe ich mich eigentlich ein bisschen runtergeholt. Und bin jetzt ständig gut im Leben drin. Habe vor Jahren nicht gearbeitet, jetzt arbeite ich. Habe eigene Wohnung. Bin einer Freundin schon seit 3 Jahren. Also, ich habe eigentlich mein Leben auch da ein bisschen verändert und habe eigentlich gesehen, dass sich etwas bringt, dass man ein bisschen runterkommt und dann mal was anderes tut. Es kommen die verschiedensten Leute, verschiedene Altersgruppen zu uns. Wir haben die, ich glaube, die Jüngeren sind 16 und voriges Jahr hat noch einer gespielt, der ist 60 geworden jetzt, der kann leider aus gesundheitlichen Gründen nehmen und das zeigt ja schon die Dynamik, die in so einer Gruppe herrscht, weil das einfach, weil alle Altersklassen vertreten sind und da müssen sie die Jungen halt auch schauen, dass sie sich integrieren und mit den Alten arrangieren. Das ist gar nicht immer einfach. Das ist ein Riesenthema, dass man die Jungen teilweise ins Boot holt. Aber es ist uns immer wieder gelungen, dass wir da eine gute Mitte finden, sage ich mal. Am Anfang war es ein bisschen schwer, mit ein paar Turniere sind wir oft ausgezuckt. Haben ab und zu ein bisschen zum Raten angefangen mit den anderen Mannschaften. Es war ein bisschen schwer für einen, dass wir uns umgängen. Aber mittlerweile jetzt sind sie eigentlich schon zufrieden mit uns, wir haben uns alle ein bisschen beruhigt. Wir verstehen uns alle untereinander eigentlich auch sehr gut. Wir kennen sie jetzt da schon viele, über 10 Jahre. Das ist halt, ja. Und wenn wir zu Turnieren fahren, dann fahren wir zwei eigentlich immer noch, wenn wir beide dabei sind. Wenn einer nicht kann, dann will ich eigentlich meistens der zweite auch nicht. Es sind eigentlich mehrere vom Team, wo wir uns unter der Woche so ein bisschen zusammensitzen, was dann auf Fußballspiele ein bisschen mal rumfahren oder was. Also eigentlich nicht nur im Training, sondern so privat auch. Und das an jedem weiterempfehlen. Das ist eine super Abwechslung, wie gesagt, zum Arbeiten. Stress abbauen, Spaß haben und let's go.